Hallo, ich bin John von Projekt Neptun und stelle dir das Microsoft Surface Pro 8 vor. Das Surface Flaggschiff von Microsoft hat in der 8. Generation diverse Updates erfahren. Ein verbessertes Display, Intel-Prozessoren der 11. Generation und eine 4K-Kamera bringen eine klare Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell. Wenn du auf der Suche nach einem leichten und kompakten Arbeitsgerät für Schule oder Vorlesungen bist, ist das Pro 8 interessant, da es die Vorteile eines Windows-Tablets und Laptops in einem Gerät vereint. Das Surface Pro 8 lässt sich als Tablet oder mit Tastatur als Laptop nutzen. Das Tablet ist sehr hochwertig verarbeitet und die Neigung ist stufenlos verstellbar. Sowohl die Tastatur als auch der Stift sind optional erhältlich. Wir empfehlen, das Surface Pro 8 für die Schule oder das Studium als Bundle zu kaufen, also inklusive Tastatur und Stift. Insgesamt kommt das Bundle auf ein Gewicht von knapp 1 Kilogramm. Wir zeigen das Gerät hier mit einem A4-Block, damit du dir die Dimensionen besser vorstellen kannst. Das Surface Pro 8 hat ein spiegelndes 13 Zoll IPS-Display im 3:2-Format. Wahlweise kann die Bildwiederholfrequenz von 60 Hz auf 120 Hz eingestellt werden, was eine flüssigere Bildwiedergabe ermöglicht, dafür aber den Strombedarf erhöht. Die integrierte 5-Megapixel-Kamera wird bei diesem Modell durch eine 4K-Rückkamera mit 10 Megapixel ergänzt. Wie erwähnt, kann das Signature Keyboard vom Gerät getrennt werden. Es ist in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Du kannst die Tastatur, solange vorrätig, frei wählen. Sie ist nur im Schweizer Layout erhältlich. Der passende Surface Slim Pen 2 hat ein neues, flaches Design und kann im Pro Signature Type Cover verstaut werden, wo er gleichzeitig geladen wird. Auf der rechten Seite des Surface Pro 8 befinden sich der Einschaltknopf, zwei USB-C Thunderbolt 4 Anschlüsse und der Surface Connect Anschluss für die Stromversorgung und Docking-Möglichkeiten. Auf der linken Seite befinden sich die Lautstärkewippe und ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss. In Sachen passwortloses Login stehen dir auch bei diesem Gerät zwei Optionen zur Verfügung. Eine Tastatur mit einem Fingerabdruckleser ist solange Vorrat erhältlich, falls du diese Option bevorzugst. Ansonsten kannst du dich via Infrarotkamera mit Windows Hello über die Gesichtserkennung ins System einloggen. Beim Surface Pro 8 ist eine 2 Jahre lang gültige Send-In-Garantie enthalten, welche nur in der Schweiz gültig ist. Da das Arbeitsgerät im Garantiefall weggegeben werden muss, erhältst du in der Zwischenzeit am Neptun Helppoint ein Leihgerät, um die Reparaturzeit zu überbrücken. So bist du immer sorgenfrei unterwegs und kannst auch bei Reparaturen ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Optional ist mit Microsoft Complete eine Kombination aus Garantieverlängerung auf bis zu 4 Jahre und Unfallschutz erhältlich. Oh, hallo. Wenn du jetzt keine Lust auf Bananen hast, kannst du dir das nächste Gerät anschauen. Du kannst jetzt draufklicken. Da gibt es nichts mehr zu sehen.